Moin und willkommen Leute zur neuen Folge Panic SMP Season 2. Hier ist wieder euer Keksgeister. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hier im Discord haben wir Björn, der tatsächlich auf dem Minecraft-Server online ist, und Valentin, welcher uns nur zuhört und seinen Senf dazu gibt. Hallo. Also, was habt ihr verpasst? Was habe ich offline gemacht? Erstens, ich habe meine Glück 3 Pickaxe, sie heißt Picky die zweite. Mit, ihr seht hier den Enchantments, Haltbarkeit 3, Glück 3, Effizienz 4, Effizienz 5 kommt noch. Und Mending. Als nächstes habe ich eine Iridium-Angel gebaut, also basically eine Ultra-OP-Angel. Sie hat Haltbarkeit 3, Mending und dann Luck of the Sea und Lure 3. Das heißt basically, ich kann extrem viel Scheiße damit angeln. Und ich habe jetzt extra mein Truhensystem umgeordnet, um spezifisch eine Angeltruhe zu machen. Wir sehen schon 50 Kabeljau, 21 Lachs, 6 Pufferfisch und 3 Bücher. An der Stelle, also bis jetzt noch nicht viel geangelt, aber ich habe höher viel XP bekommen. Ich meine, komm, während ich am Reden bin, angle ich, um zu zeigen, wie schnell man XP damit bekommt. Was habe ich noch offline gemacht? Ich habe die Kaktus-Bambus-Farm verbessert und habe den Tunnel nun bis zum Meer gebaut. Bald, ich muss nur warten, bis A, Lüssin sein Haus baut, B, Lüssin einen Tunnel baut und dann C, Lüssin eine Bambus-Farm baut. Und dann können wir alles drei verknüpfen. Logischerweise kommt ja noch Valentin mit seiner Kaktusfarm, aber ganz viel. Mein Plan ist tatsächlich, ich gehe einfach zu Valentin, zu seiner Kaktusfarm, mache einen Bubble Elevator und klaue einfach regelmäßig einen abstehenden Kaktus. Und machen wir es. Komm, nehmen wir seine Insel ein. That's called Diebstahl. Ja. Okay. Ich schaue mich so an, als sollte ich sie töten. Die haben so schöne Wolle, weißt du? Nein, töte nicht die Insel, Schafe! Töte nicht die Insel, Schafe! Das sind freie Schafe. Aber, das sind freie Bürger. Ich töte sie nicht, solange ich zwei Eisen darf, um eine... Björn, ich habe schon mehr als zwei Eisen geklaut. Ah ja, easy, dann kann ich. Erstens mal, Björn. Ja? Was machst du auf meinem Grundstück? Ja, wie viel hast du? Er hat irgendwie 39 Blöcke, das letzte Mal wenig. Ja, und jetzt nur noch 11. Ja. Hallo? Was ist hier? Ich sehe schon, wenn ich den mal wieder ankomme, meine ganze Truhe einfach leer, alles weg. Das heißt wieder, bis dahin habe ich das safe aufgestockt. Ja, genau. Aufgestockt. Aufgestockt, wie Supermarkt. Oder es existiert halt einfach nichts mehr. First in, first out Prinzip. Ja, was hat das damit zu tun? Während ich hier am Verzählen bin, bin ich am Angeln. Ich habe jetzt so 1,5 Levels gefarmt, innerhalb von 10 Minuten. Nicht das effizienteste Farming-System, aber ich meine, es ist gratis, weil mit Mending repariere ich immer die Angel. Ich bekomme gratis Fischis und gratis XP. Was ich in dieser Folge probiere zu machen, ist wenigstens Material zu sammeln für das erste Casino-Spiel, unser Turm des Glücks. Jeder kennt es, jeder mag es. Ich habe, diese Woche kommt noch Minecraft raus, nächste Woche habe ich einen Zusammenschnitt, wie Dominik Polen angreift. Ich habe eine random Aufnahme von House of Iron gefunden, als wir das eine Mal gespielt haben. Es ist, ja... Ich kann es auch zeigen. Und ich finde sehr geil, wie Valentin ihn anschreit, damit er Danzig nicht erobert hat. Polen schnell genug angenommen, dass Russland nichts machen musste. Ich bin Russland! Okay, warte kurz, da hast du recht. Weißt du, warum ich nichts machen konnte? Ist, weil du ein Jahr zu spät warst. Du musst vorstellen, ich spiele so dermaßen Meta, als es eigentlich Zeit war, den Angreife Polen an Fokus zu machen, war nicht mal Tschechien erobert. Und dachte mir so, warte kurz, wenn ich jetzt Polen einnehme, bekomme ich ganz Polen. Das wäre ein bisschen nerf this. Und dann hab ich mir gedacht... Okay, weißt du, ich gönne Dominik das Geschenk der Zeit. Was hat er gemacht? Er hat im Sommer 44 Barbarossa angefangen. Wo originell D-Day eigentlich stattfindet. D-Day! Und er war erst dann in Usa marschiert. Hat dann Leute ohne jegliche Waffen oder Ausrüstung, nur mit fucking Stöcken und wahrscheinlich Stiefeln rausgeschickt, hat innerhalb eines Monats 4 Millionen Verluste erlitten. Was ich nie mal wusste, dass es möglich ist, aber okay, der hat die gesamte Hälfte der deutschen Armee innerhalb eines Monats verloren. Und dann kommt es auch schlimmer. Auf einmal wird Hamburg von den Briten erobert. Die Idee kommt tatsächlich. Was macht Dominik? Er macht nichts. Die Briten laufen weiter, sie erobern Stadt nach Stadt. Irgendwann ist Berlin erobert. Ich scheiße, Dominik, bitte kümmere dich darum. Nein, wir müssen die Ostfront beschützen. Was bei der in Real Life genau das gleiche passiert ist. Aber das Ding ist, ich habe tatsächlich die ganze Panzerdivision runtergeschickt. Ja, also du kannst dich D-Day mit nur Panzern abwehren. Panzer brauchen immer Infanterieunterstützung. Das ist der Fehler der Franzosen gewesen. No. C'est nicht possible. Ich erinnere noch an die Geschichte, als zum ersten Mal ein Panzer gesichtet worden in Ardennes von einem französischen Aufklärflugzeug. Und der General hat einfach gesagt, nein, es ist unmöglich. Ja, er hat einfach gesagt, es ist unmöglich, kann nicht sein. Impossible. Schlechtes Wetter, Geist.
Weißt du, das war der, das war French Coping, actually. That's French Coping. C'est la imagination. Ja, c'est la imagination. Le char de bataillon dans la Ardenne, ce n'est pas possible. Non, non, c'est idée. Warte, kann ich so Untertitel editieren, weißt du, so in Deutsch, Untertitel. Watashi wa Kokoni. Aber wegen dem Banner, wo ich auch abstimmen lassen habe in WhatsApp. Ich habe herausgefunden, dass eine Banner ist 6-mal teurer zu produzieren. Also basically habe ich einfach nur ein Exemplar vom Tricolor. Und zwar im Meetingraum, im zweiten Stock. Und der Rest ist dieses klassische Viereck-Design. Wisst ihr, was ich meine? Das, was ich bei jedem Server benutze. So, oben weiß, unten schwarz und gelb in der Mitte. Und mein Schild hat jetzt tatsächlich auch das gleiche. Mein Schild hat jetzt auch dieses Logo drauf. Oh, Björn? Kommen Sie in den Meetingraum? Hallo? Schauen Sie, das ist die Tricolor. Die ist teuer, die Flagge ist teuer. Die ist teuer, die ist extrem teuer. Björn, ich brauche da 6 Dandelions. Oder wie sie in Deutsch heißen, Löwenzahn. Ja, und sonst, willst du mal meine Iridiumangel probieren? Komm mal her. Gehen Sie mal ans offene Meer. Ja, du hast Wasser getroffen. Ich sag dir, sobald du einziehen musst, okay? Jetzt, langsam, und go! Ja, ich hab den Fisch bekommen. Ja, kannst ihn haben. Kleine Nu. Wasser will ich. Okay, er springt einfach runter. Okay, kannst du mir meine Angel schicken? Schade. Ja. Nein, ich möchte Drogen sammeln. Stimmt, Pufferfisch! Ich könnte wieder einen Drogenvan machen, wie vor einem Jahr. Oh, Diabetes ist so die geil. Conny. Insulinspritzen ist noch geil. Insulinspritze! Hans! Das darf ich im Fall schon machen. Hans! Allein. Pardon! Weißt du wie, aber wenigstens, Björn, wie teuer ist Insulin, weißt du was? Nein, nicht so teuer, glaube ich, so ein Novo-Rapid-Stift, das ist so ein Insulin. Kurz weißt du, wie teuer es in Amerika ist? So eine Spritze kostet $30, weil Amerika hat ja aber keine Healthcare. Aufziehbare Spritze, also mehr ein aufziehbare, weißt du, kannst du bestimmt 500 bis 1000 Einheiten gefühlt spritzen. Ja, okay, 1000 ist aber 500 Einheiten. Aber Jungs, ihr wisst ja, dass in Amerika die Insulinpreise ja immer so richtig scheiß hoch sind, oder? Ja, das wollte ich ja gerade ansprechen damit, ja. Ja, aber das Ding ist, letztens hat, wie heißt's? Eddie und Lilly oder so. Eddie und Lilly, das sind halt die quasi das. Ah, die von Twitter geroastet wurden, ja, ich kenne die. Ja, richtig, die haben die Insulinpreise jetzt um 70% wirklich gesenkt. They did it? Fucking Wendon, yeah. Did it? Also ich denke, sie mussten es, nachdem sie auf Twitter hops geraten. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab eine Phase im November, Oktober, wo du dir eine Verifizierungsmarken kaufen konntest. Für $5 im Monat. Das war so schön. Und ey, die Memes. So ey, diese es gab zu viele Memes, die Amerika einfach komplett hops genommen haben, weißt du? Ja, die Stockpreise von Ellie und Lily. Die sind einfach. Nio! Nio! Das war so schön. Und schaust du jetzt an, 70% Preise gesenkt, man. Hey, eben, das zeigt einfach nur, dass die jüngere Generation auch was erreichen kann, wenn wir uns fucking anstrengen für einmal im Leben. Also nicht negativ auffassen. Ich wundere mich wirklich, was passiert, wenn die älteren Generationen absterben. Was, wenn wir dann in Führungsposition sind? Was wird mit der Welt geschehen, wenn fucking also mit Generation Z? So weit wird es gar nicht kommen. Ich habe immer noch deine Iridiummangel. Hä? Der ist jetzt literally. Stimmt das? Er meint immer noch meine fucking Iridium-Angel. Scheiß Bot. Valtin, wo hast du dein Leder? Oder wo ist deine. Wo ist deine Kühe? Steuer, sie mein Haus am Looten. Fuck. Oh Jungs, Lootbox. Also, muss man erst ein Tier zähmen, bevor man es einen Namen geben kann? Nein. Was hast du geraucht, Alter? Oder wie zähmst du fucking Villager? Ja, wie tue ich es dann? Wie tue ich dein Namensschild auf dem Patient? Du benennst das Namensschild im Amboss um. Dann steht da ein Name dran. Dann, wenn du. Boah, damit... sorry, gell? Sorry! Dass ich Minecraft Grinder bin. Und gib mir meine scheiß Iridium-Angel zurück. Ich sag's noch 100-mal. Wir wissen nicht, wie die Römer ausgesprochen haben, die Wörter. Weil jede Aussprache ist korrekt. Jede. Du kannst Käse sagen. Und es gibt sogar Theorien, damit es wirklich Käse heißt, weil davon sich das Wort Kaiser ableitet. Mit statt Cäsar, Käse. Björn, ich brauche auch Glowstone. Aber. Okay. Ich brauch kein Kloster. Wir haben Zeit für eine Never-Expedition. Oh mein Gott, du weißt, ich werde sterben. Okay, ich geh jetzt in Never. Arrivederci. Warte, ich komm mit, Aldin. Some humans, just the nerves. Okay, Björn, siehst du rein? Habib, was machst du? Komm, folg mir. Hier ist ein Weg aus. Was machst du, hä? Hier ist ein Weg aus Holz. Oh, fuck, du wirst angeschossen, Habib. Komm, benutze die deutsche Atmung.
Jan, zweite Form. Gut. Also, unter uns Lava, über uns Glowstone. Du weißt, was abgeht. Hier haben wir Bridge. Achtung, Blattillerie! Was? Oh mein Gott. Björn, bring ihn um. Was? Björn, du musst die Feuerkugel spam klicken. Björn, du musst die Feuerkugel spam klicken. Oh, Björn geht Nahkontakt? Björn, du musst... Oh mein Gott, er hat einen Gast mit dem Schwert gekillt. Wie ist das überhaupt möglich? Björn, spam. Nein, du musst nicht timen. Spam. Du musst spammen. Björn, spam schneller. Du bist in Feuer. Du verbrennst. Ich bin... Ich kann förmlich nicht... Im Steinbunker bist du sicher. Wir müssen uns eigentlich rüberbauen zum Glowstone. Jedenfalls sehe ich aber ein Problem hier. Und 500 Gas ziehst du. Ja, exakt. Also, ich will nicht sterben. Noch nicht. Oder wir machen ihn, suchen uns ein anderes Areal. Wir suchen, ist mir zu risky, sorry. Björn, wo siehst du? Oh, dein ist Glowstone. Glowstone ist halt vor allem an der Decke, weißt du? Alin, wo bist du? Wieso bist du da? Ich bin ganz woanders gewesen, aber okay. Ja. Björn, willst du bitte ins Basalt-Biom? Like, du sagst mir, es ist zu risky und du gehst ins gefährlichste Biom im Spiel. Da, wo überall Magma-Cubes mit Knockback 1 Milliarde sind. Okay, Björn, hier können Gas normalerweise nicht spawnen. Verstanden? Kapisch? Weil ich werde mich jetzt bridgen. Bist du jetzt wieder? Wieso bist du jetzt dort? Nein, Björn, weil der Glowstone ist, du... Er hat mich gerade jetzt zeichnet. Nein. Außerdem ist es meine Nintendo Aufgabe gesagt, zu bridgen, aber gut. Okay, bridge dich, du Bitch! Okay, Björn, lass mich mit Glück 3 abbauen, das Glow. Ja, ich tue hier unten dran noch ein bisschen Stein, weißt du, das ist nicht wunderbar. Left foot up, right foot slide. Leverkusen ist am Verlieren. Fuck's. Gegen? Ich weiß nicht, wie heißt die? Union Saint-Gilloise. Nein, Björn! Ich hab halbes AP! On cam! Wenn man das Inventar öffnet, entsneakt man. Und wo werde ich überhaupt abgeschossen? Björn! Björn, hilf mir! Hilf mir! Ja, wo bist du? Renn! Ich hab genug Glowstone! Renn! Vor allem, ich werd dann auch von hinten abgeschossen und denk mir so, du hast gesagt, das spawnen keine Gas. Aber es ist genau der Gas gespawnt, als er runtergefallen wird. Der hat so in der Ecke gewartet. Björn, ich habe eine neue Mission für dich. Klau oder, weißt du, machen wir es politisch korrekt. Besorge mir Redstone. Leihen, okay. Besorge, weißt du? Weil, wenn du am Schluss rauskommst, dass du es geklaut hast, sage ich, sorry, ich wusste ja nicht, dass es klaut. You know? Ich hab nur gesagt, besorge. Ich gehe kurz zu Ikea. Weil die Haus ist einfach zum Ikea geworden. Sehr. Ich sage euch, wenn irgendetwas aus meinem Inventar nachher fehlt. Hä, Inventar? Wir hacken jetzt uns in Baldi's Account. Weil, warte, Björn, wir könnten das wirklich machen. Ich weiß, wie man alte Accounts besorgt. Warte, wir müssen nur das Passwort von Valentin rausfinden. Du musst später mal auf den Namen. Was ist denn ein Passwort? Helvetische Republik 1848. Vielleicht da. So, Leute, das war's schon mit dieser Folge von Panic SMP Season 2. Wahrscheinlich werde ich alleine noch eine Folge aufnehmen, wie ich das... Hör auf, Fackeln zu platzieren, du Kecko! Wer denkst du, wer du bist? In meinem Grundstück! Jetzt geht er hoch? Björn, wo ist die Iridium-Angel? Hä? Ja, ich hab's... Ja. Oh, warte, other side von Lena Rain. Ich hab jetzt die Truhe aus meinem Holz... Warum ist überhaupt eine Truhe gewesen mit Rain? Du hast meine Bilder mitgenommen! Stimmt gar nicht. Willst du mich komplett fucking verarschen? Welche Bilder meinst du? Ich sehe gar keine Bilder. Ciao und bye.